Hi, heute habe ich meine Lifestyle-Favoriten für das ganze Jahr 2016 für euch. Und ich beginne wie immer mit den Klamotten. Und da habe ich wirklich einige Schätze in 2016 gefunden, die ich rauf und runter getragen habe und ihr etliche Male gesehen habt. Zum einen ist das erst einmal dieses Kleid hier. Ich bin ja gar kein kleiner Mensch. Ich trage gerade übrigens auch eine Art Kleid, also auf jeden Fall habe ich das schon immer so ein bisschen für mich entdeckt. Bin ich nämlich eigentlich, wie gesagt, nicht. Aber dieses Kleid hier war so eine Notfalllösung und ich habe mich seitdem so verliebt in so lässige Kleider, die man einfach drüber schmeißen kann. Und es ergibt ja auch total Sinn, dass wenn man irgendwie keine Lust hat, sich anzuziehen, bei einem Kleid man das einfach drüber schmeißt und im besten Falle gut aussieht und sich keine Gedanken machen muss und rausgehen kann. Und das war eben bei diesem hier so. Ich weiß nicht, ob man das noch bekommen kann, denn als ich euch das erste Mal gezeigt habe, war das irgendwie auch schon ausverkauft. Aber sowas gibt es eigentlich relativ oft mittlerweile. Es ist ein Off-Shoulder-Kleid in Schwarz aus so einem eher dickeren Stoff. Also es ist auch nicht so dünn, was ich sehr gut finde, weil dann zeichnet es nichts ab oder so, sondern fällt sehr schön über den Körper drüber. Es ist weit, aber nicht zu weit. Es geht ungefähr bis kurz über die Knie, also für mich die perfekte Länge. Auch ein sehr treuer Begleiter war dieser Pulli hier und ich freue mich so sehr, dass ich euch den zeigen kann, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, denn einige von euch hatten mir gesagt, dass es den nämlich jetzt wieder gibt, aber im Outlet. Der ist von Mango, das ist mein geliebter altrosa Pulli, den hatte ich mir irgendwie schon ewig vor Ewigkeiten mal bestellt und war mir nicht sicher, habe ihn wieder zurückgeschickt. Hab mich super geärgert und den dann aber im Sale ergattern können und liebe ihn seitdem. Ich glaube, ich werde ihn auch später hier noch drüber werfen oder so, wenn mir kalt ist draußen. Der ist einfach super, super kuschelig, hat hier so einen Rollkragen, ist wie gesagt in diesem Rosaton und so weich. Er ist auf jeden Fall sehr weit geschnitten. Von der Länge sage ich mal normal, also geht auf jeden Fall über die Hüftknochen drüber. Und für mich so ein Symbol für, aha, Jasmin hat Farbe für sich entdeckt. Passend zu den zwei Klamotten habe ich auch noch zwei Schuhe. Einmal meine Sommervariante und einmal die für den Herbst-Winter eher. Und zwar einmal meine Stan Smiths. Die habe ich, glaube ich, auch ja, dieses Jahr gekauft und liebe, 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 auch wenn ich da sehr spät auf den Zug aufgesprungen bin, aber dafür liebe ich sie noch inniger, will sie auch gar nicht richtig festhalten, weil sie wurden auf jeden Fall schon sehr, sehr oft getragen, sehen noch ein bisschen runtergerockt aus, aber das finde ich okay. Das sind für mich einfach die perfekten Sneaker, weil die sind cool, weil es Sneaker sind, aber trotzdem so immer noch dieses Casual Chic, weil sie eben weiß sind und von der Form auch, finde ich, durch dieses schmalere ein bisschen eleganter für einen Sportschuh wirken. Und meine Herbst-Winter-Variante, na, ihr wisst es, das sind meine Bianco Boots. Brauche ich, glaube ich, nicht lange in die Kamera halten, habe ich schon oft genug gezeigt. Ich glaube, seit September oder so in Gebrauch und kaum von meinen Füßen wegzudenken, ist einfach für mich der perfekte Chelsea-Boot. Bianco ist eine Marke, die ich seit Jahren irgendwie kaufe und immer gute Erfahrungen gemacht habe, deswegen absoluter Schatz. Dann kommen wir zu Schmuck und da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich ja gar nicht so der Schmucktyp bin. Diese Choker mag ich echt ganz gern. Ich würde jetzt aber nicht sagen, oh mein Gott, Jahresfavorit. Was ich aber wirklich schön finde und sehr, sehr oft trage, eigentlich täglich, ist meine Rosefield-Uhr in Gold. Ich habe früher eher klobigere Uhren getragen, weil ich das irgendwie ganz cool fand. War ja auch eine Zeit lang irgendwie so trendy. Aber mittlerweile mag ich das, wenn die Uhr an sich von der Größe zwar noch ein bisschen größer ist als so eine Standarduhr, aber wie ihr hier sehen könnt, gibt es ja super, super viele mittlerweile, die einfach flacher sind und auch vom Band, das ist hier so ein goldenes Meshband, wenn das auch schön flach ist und dadurch irgendwie noch so einen weiblicheren Touch hat, einfach so ein bisschen filigraner aussieht. Gibt es auch in Silber und Roségold, aber Gold ist mein absoluter Favorit. Und die zweite Sparte an Schmuck sind meine Brillen. Schmuck, weil ich finde, dass es mittlerweile fast Outfits bei mir noch kompletter macht. Aber natürlich auch funktional, weil Sehschwäche und Sehbrille, also da ist auch Stärke drin, werde ich immer noch gefragt. Zum einen habe ich hier mal mein, ich glaube, erstes Modell so von den eher moderneren Brillen. Das ist diese hier von Escada. Das ist meine eckigste von allen Brillen, die ich besitze. Die ist in so einem hellen Braunton und finde ich eher so elegant klassisch. Wenn ich mich danach fühle, dann trage ich die hier. Und das zweite Modell ist das neueste Modell, was ich besitze. Und die habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Die ist von Vogue und das ist meine rundeste Brille, die ich besitze. Und auch die ist braun, aber wie ihr sehen könnt, viel, viel dunkler.
finde ich halt ganz schön. Die ist halt runder, aber dunkler, und die andere ist so ein bisschen eckiger, kantiger, aber dafür eben heller. Und ich finde, so hält sich die Balance ganz gut. Und die hier trage ich eigentlich, seitdem ich sie habe, täglich. Deswegen sollte ich sie auch ganz schnell nach diesem Video mal putzen. Dann kommen wir zur Musik, und da habe ich einige Künstler 2016 entdeckt, die ich absolut fantastisch finde. Einmal sind das Snake Hips. Die habe ich, glaube ich, durch meinen Lieblings-DJ Kay Tronada kennengelernt, weil der mal irgendwas geremixed hat. Und ich finde, Snake Hips steht einfach für sehr tanzbare Musik. Einfach so, das bleibt im Kopf hängen und ist einfach so upbeat. Und meistens auch mit so ein bisschen diesem Hip-Hop, R&B so ein bisschen drin, aber eben auch dieses sehr hausige. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber wie immer verlinke ich euch natürlich alles in der Infobox, also da auch ein paar Beispiellieder. Snake Hips auf jeden Fall sehr gut. Eine Sängerin, die ich, glaube ich, durch Senna Gamur kennengelernt habe, ja, ist NAO Now, heißt sie, glaube ich, und die erinnert mich irgendwie von der Stimme und der ganzen Art so ein bisschen an Banks, die ich ja auch total liebe. Beide haben so sehr ruhige, melancholischere Stimmen, sage ich mal. Also singen auch so ganz entspannt. Es ist auf jeden Fall R&B, aber so ein bisschen dieser neue R&B, nicht so oldschool und einfach sehr, sehr ruhig. Also wenn ich entspannen will oder arbeiten will, dann höre ich sehr gerne Now. Den nächsten Künstler habe ich, glaube ich, durch euch entdeckt, und das ist Bryson Tiller. Und das ist auch ein R&B-Künstler, der sehr erfrischend ist, finde ich. Ich finde, mittlerweile gibt es so viele R&B-Künstler, die extrem viel Quantität auf den Markt bringen, also extrem viele Tracks, viele Features und so weiter, aber ich fühle das einfach gar nicht mehr, und ich finde auch die Qualität einfach nicht gegeben. Und bei Bryson Tiller, der macht einfach super schöne Musik, super coole Beats, und er hat eine schöne Stimme, und er arbeitet einfach sehr, sehr gut mit den Beats und seiner Stimme zusammen. Mega gut. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr R&B-lastig, weil ich liebe R&B. Auch in der Sparte das neue Album von Solange, das heißt A Seat at the Table, wenn ich mich recht erinnere. Und das habe ich wirklich, seitdem das rauskam, rauf und runter gehört. Ich mochte von Solange vorher irgendwie nur ein Lied. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie das heißt. Es war auch relativ groß, aber danach kam irgendwie nichts mehr, und sie hatte nie so richtig den Durchbruch. Ich glaube, ich habe sogar letztens gelesen, dass sie irgendwie in den USA auf der Nummer 1 der Charts oder so ist, R&B-Charts vielleicht oder allgemein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint es echt der Durchbruch für sie zu sein, was ich mega cool finde, weil auch ich finde das Album richtig, richtig gut gelungen, gerade was die Texte angeht, aber auch die Beats, das bleibt einfach im Kopf drin. Es ist sehr, sehr ruhig, nicht zu aufgeregt. Was ich sehr gut finde, dass man nicht laut schreien muss oder singen muss, damit man gehört wird. Und bei ihr finde ich auch cool, zum Beispiel bei Cranes in the Sky, müsst ihr euch das Video angucken. Die hat sich so eine Mühe gegeben, und das sieht man auch total. Und gerade, ich glaube, so für uns YouTuber, die wir das ja auch immer machen, kann man das total wertschätzen, wenn man weiß, wie viel Arbeit einfach drin steckt. Und deswegen schaut euch auf jeden Fall mal die Videos an und hört in das Album rein. Der nächste Künstler heißt Sango, und ich glaube, der kam aus Kanada. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hört sich seine Musik nicht ganz so danach nur an, sondern hat einen starken brasilianischen Einfluss. Und der produziert vor allem, und der macht das so, so toll. Also ich liebe brasilianische Musik, und dieses moderne Brasilianische so ein bisschen mit Hip-Hop, R&B vereint, finde ich einfach richtig, richtig toll. Und da kam die Sonne raus. Also was ich gesagt habe, ist, er macht auf jeden Fall auch ruhige Nummern. Es sind aber auch ganz, ganz viele Songs dabei, die einfach wirklich auch zum Tanzen auffordern, sage ich mal. Also wenn ihr so dieses Brasilianische mögt, hört euch auf jeden Fall Sango an. So, und Platz 1 auf meiner Liste dafür, wie oft ich etwas gehört habe, ist auf jeden Fall Majid Jordan. Das Duo aus Kanada, was ich absolut liebe, auch wieder R&B natürlich, wurden, glaube ich, von Drake entdeckt, beziehungsweise auf jeden Fall krass gepusht. Und ich höre wirklich morgens, wenn ich mich fertig mache, Majid Jordan in der Dusche, zum Arbeiten, wenn ich runterkommen will auf der Couch, also wirklich zu allen Gelegenheiten. Das ist auch sehr entspannte Musik, also auch nicht zu laut, aber trotzdem irgendwie mit einem guten Beat, dass man irgendwie sich dazu auch bewegen kann, aber eben nicht so yeah baby, sondern dann irgendwie ein bisschen entspannter und mehr groovy. Und da mache ich das echt so, dass ich Shuffle auswähle bei Spotify und alle Tracks rauf und runter querbeet
höre, egal welches Album oder aus welchem Jahr durcheinander. Ich finde irgendwie alles gut. Dann noch ein kleiner Lifestyle-Favorit, und zwar musste ich natürlich meine Kringle-Kerzen mit einbauen in dieses Favoritenvideo, denn sie gehören definitiv zu meinem Lifestyle dazu. Ich liebe sie und ich möchte sie nicht mehr missen. Das sind für mich persönlich die mit Abstand besten Duftkerzen, was Preis-Leistung angeht, weil die einfach super intensiv riechen, aber nicht zu teuer sind und die machen keine Kopfschmerzen. Die brennen super ab, wie man jetzt hier auch anhand von der hier sehen kann. Es gibt so viele Geruchsrichtungen und da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und für mich sind das meistens wirklich Duftkompositionen. Ich finde, bei Yankee Candle leider meistens, dass ein Geruch sehr stark rauskommt. Das mag ich nicht so gerne. Aber wenn ich zum Beispiel an dieser hier Kringle, das ist eine der neuesten, die ich besitze, wenn ich daran rieche, dann rieche ich nichts bestimmt. Es ist einfach ein Mischmasch aus verschiedenen Gerüchen und es ist einfach nur absolut lecker. Die ist jetzt für so die Weihnachtswinterzeit einfach die perfekte Kerze. Erinnert mich sehr an meine liebste Cozy Cabin Kerze. Also es riecht nach Lagerfeuer, ein bisschen rauchig. Aber die hat noch ein bisschen was Frisches. Absolute Liebe. Da hinten steht Archives. Das ist eine Kerze, die für mich so ein bisschen nach Herrenzimmer, Tabak, Leder, so ein bisschen was nicht Schwereres, aber so ein bisschen auch was Rauchiges hat. Aber auch wieder was Frisches. Kommen wir zu meinen Serien- und Filmfavoriten. Vorab, bei Filmfavoriten fiel mir nicht wirklich irgendwas ein, wo ich dachte, oh mein Gott, was für ein krasser Film. Eventuell Snowden, ich glaube, den hat fast jeder von euch gesehen. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich in der heutigen Zeit jedem empfehlen kann, einfach auch um sich weiterzubilden. Der hat mich auf jeden Fall, glaube ich, am meisten geprägt von allen Filmen, die ich so gesehen habe. Aber 2016 war definitiv ein Serienjahr. Eine Serie, über die ich nicht lange reden brauche, denke ich, ist The Walking Dead. Habe ich tausendmal versucht anzufangen, fand das immer so, Zombies, gar nicht mein Ding. Habe dann irgendwann durchgehalten, ein paar Folgen geguckt und konnte nicht mehr aufhören, weil es einfach gar nicht um diese Zombie-Geschichte an sich geht, sondern um diese erstens zwischenmenschlichen Beziehungen und zweitens auch um dieses postapokalyptische, also was passiert, wenn die Welt untergeht oder untergegangen ist, wie verhalten wir uns. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass man wirklich mit der Zeit so einen Lieblingscharakter irgendwie für sich gewinnt und irgendwie mit dem total mitfiebert. So war es auf jeden Fall in meinem Fall. Genau das Gegenteil, eine Serie, die super kurz ist, die Folgen sind immer nur 20 Minuten lang und die total witzig ist und eine ganz seichte Serie, die einfach schön ist morgens, wenn man nicht so viel Zeit hat oder einfach so ein bisschen gute Laune möchte, ist für mich Brooklyn Nine-Nine, da habe ich jede Folge gesehen, ist eine Polizeiserie, also spielt in einem Polizeirevier in Brooklyn und der Cast ist wirklich für mich mega cool, weil das nur hochkarätige Comedians aus den USA sind, die ich alle super gerne mag. Und was ich eben auch so schön finde an der Serie ist, dass die auch alle gut zusammen funktionieren und ich muss wirklich bei jeder Folge immer herzlich lachen. Nicht herzlich lachen musste ich bei Narcos. Wow. Also auch da eine Serie, wo ich erst gedacht habe, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. Zu viel Drama, zu viel irgendwie Drogen und bla bla bla. Also Narcos ist ja eine Serie, die sich um die Machenschaften von Pablo Escobar dreht und wie das Ganze, sage ich mal, entstanden ist, also wie er diese Macht bekommen hat und wie sie ihm wieder weggenommen wurde, was mit ihm passiert ist. Und wow, also das ist wirklich absolute Spannung. Ich klebe jedes Mal so an meinem Freund, weil ich denke, oh Gott, ich kann nicht, es ist zu spannend und was passiert und wer stirbt und einfach sehr, sehr spannend, aber auch hier wieder, klar, es ist natürlich keine Doku oder so, also es ist nicht eins zu eins alles real oder alles genauso passiert, aber es orientiert sich ja an einem realen Charakter, den es eben mal gab und deswegen absolut spannend für mich. Und dann auch hier wieder ein kleiner Kontrast und zwar ein Anime, von dem habe ich euch auch erzählt. Ich habe ewig keine Animes mehr gesehen und ich liebe halt bei Netflix Cook die Serie. Falls ihr euch so für Food interessiert, Cook ist mega gut. Chef's Table offensichtlich. Und mein Bruder war dann hier und meinte so, ja, wenn du sowas magst, guck dir doch mal Food Wars an. Und ich dachte so, Food Wars? Und er so, ja, das ist so ein Anime. Und ich so, oh Gott, nee. Hab mir die erste Folge angeguckt, war auch so ein bisschen, weil das schon sehr freizügig teilweise ist und ich das gar nicht mehr gewohnt bin, aber
das blendet man, sage ich mal, aus, das gehört dann zur Serie, aber es ist einfach mega cool anzusehen und da sind halt wirklich echte Rezepte irgendwie in dem Anime verwoben und die Geschichte ist halt auch echt cool. Es ist halt ein Junge, also ein Jugendlicher und der führt mit seinem Papa einen kleinen Imbiss, Restaurant, sage ich mal, und der kommt dann auf so eine Elite-Kochschule und muss sich da profilieren und sie kochen natürlich offensichtlich ganz, ganz viel und das fand ich mega gut und ich hoffe sehr, dass es eine neue Staffel gibt. Als letztes wollte ich noch auf meine Reisen eingehen, die mich 2016 sehr geprägt haben. Natürlich einmal meine London-Reise mit meiner Mama, meiner Schwester und meinem Freund. Wir waren bei der Harry Potter Tour und das war richtig cool. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der Harry Potter liebt oder auch so ein Fan ist wie ich. Ihr müsst da auf jeden Fall mal hin, alleine um mal das Butterbier zu probieren. Aber auch an sich ist es sehr, sehr cool, so hinter die Kulissen zu schauen, einfach in der großen Halle mal zu stehen. Die zweite Reise, die mich sehr geprägt hat, war die Athen-Reise. Ich interessiere mich sehr für die alten Griechen und da wurde es langsam Zeit, dass ich mal nach Athen reise und ich muss sagen, ich bin absolut verliebt in die Stadt. Die Menschen sind unglaublich nett, das Essen ist so, so gut. Ihr habt einen Strand, zu dem ihr fahren könnt. Ihr könnt natürlich absolut krasseste Gebäude sehen, die nach so langer Zeit immer noch instand gehalten werden, zumindest ein wenig. Man kann wandern gehen, man kann shoppen gehen, es gibt super tolle Geschäfte. Und Inditex ist da übrigens auch günstiger, also Zara und so weiter und so fort. Mango, glaube ich, auch. Auf jeden Fall mega die tolle Stadt und ich möchte 2017 jetzt auf jeden Fall gerne nochmal auf so eine griechische Insel. Da ich dieses Video vordrehe, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie ich Paraguay finden werde, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass ich es nicht toll finde oder dass es mich nicht prägen wird. Ich werde ja bei der Familie von meinem Freund sein, beziehungsweise ich bin es gerade, wenn ihr das Video seht und ja, ich bin schon richtig gespannt, mein Herz, wirklich, ja. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Highlight werden. Ein Travel Guide dazu wird auf jeden Fall, wenn alles gut geht, auf Holzklopf kommen. Also seid da gespannt, wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall online gehen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und dann war's das mit meinen Lifestyle-Favoriten. Wie immer, bitte, bitte, bitte in die Kommentare, was eure Lifestyle-Favoriten waren. Klamotten, Serien, Musik. Gerade da muss ich wirklich sagen, dass ich durch euch so coole Künstler kennengelernt habe. Jetzt nicht nur die, die ich irgendwie euch gerade vorgestellt habe, sondern so viele mehr. Ich konnte es nur gar nicht alles aufzählen. Das finde ich richtig, richtig cool. Also da gerne alle Favoriten, alle Tipps in die Kommentare, dann tauschen wir uns da aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!